Bevor wir mit der Erstellung eines eigenen Explain Everything Projekts beginnen, schauen wir uns an einem bereits vorhandenen Projekt einige grundlegende Funktionen an. Sind bereits Objekte vorhanden und sollen einzelne davon gelöscht werden, so können wir dies mit Hilfe des Löschen-Buttons, dem X in der Werkzeugleiste. Einmal angetippt, können wir ein Objekt auswählen und durch ein Antippen des roten Symbols am Auswahlrahmen entfernen. Möchten wir eine Aktion rückgängig machen, so benutzen wir, wie zum Beispiel in Office-Programmen, den Rückgängig-Button auf der Werkzeugleiste. Tippen wir ihn an, taucht das eben gelöschte Objekt wieder auf. Gleichzeitig ist der Wiederholen-Button erschienen. Mit diesem können wir die eben rückgängig gemachte Aktion wiederholen, in diesem Fall das Entfernen des Pfeils. Der Zoom-Button ermöglicht das Vergrößern und Verkleinern der gesamten Arbeitsfläche. Wir raten von einer Verwendung dieser Funktion jedoch ab. Drei weitere wichtige Buttons befinden sich rechts in der oberen Werkzeugleiste. Wir betrachten zunächst den Speicher-Button. Durch Antippen dieses Buttons haben wir die Möglichkeit, unser Projekt zu speichern. Dabei handelt es sich nicht um eine Videodatei, sondern um eine innerhalb von Explain Everything weiterhin editierbare Datei. Im oberen Feld können wir unserem Projekt einen Namen geben. Im unteren Feld können wir entsprechend unserer Ordnerstruktur, die wir in Explain Everything angelegt haben, einen Speicherort auswählen. Durch Drücken des Buttons Speichern wird das Projekt gespeichert. Der Exportieren-Button befindet sich direkt links neben dem Speichern-Button. Tippen wir ihn an, öffnet sich ein Menü, mit dem wir unser Projekt in eine Videodatei umwandeln können. Einige Auswahlmöglichkeiten sind Fotos zum Speichern in der Mediathek des Tablets, ein Upload in die Dropbox oder die Plattform YouTube. Durch Abbrechen gelangen wir zurück in das Projekt. Der Home-Button ganz oben rechts führt uns auf die Startseite von Explain Everything. Tippen wir ihn an, so sehen wir alle bisher erstellten Projekte. Hier befindet sich auch unser aktuell gespeichertes Projekt. Tippen wir dieses an und bleiben mit dem Finger auf dem Bildschirm, können wir es in einen Ordner verschieben. Einen neuen Ordner erstellen wir, indem wir ein Projekt auf ein anderes Projekt bewegen.